Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn mit Dragma. Servus, hast du jetzt meinen Namen vergessen? Nee, ich hatte überlegt, ob ich mal wieder sage, meinem guten Freund Dragma, aber so wie du meine Kassen ausleerst, habe ich mir das dieses Mal einfach gespart, weißt du? Du willst mir also sagen, dass ich jetzt plötzlich nicht mehr dein guter Freund bin, nur weil ich dir Sachen stehle, die du dir ständig zurückstiehlst. Ganz genau deshalb. So einer bin ich, weißt du? Okay, ich verstehe. Wir starten ins Spiel, oder? Wir starten ins Spiel. Okay. Sind wir. Ich habe gerade meine Luxusgüter ein bisschen durchgeschaut und ich stelle fest, ich brauche definitiv mehr Kleidung, Wolle und so weiter. Ja, ich sollte eigentlich mal meine Luxusgüter durchschauen und mich damit ein bisschen befassen. Ich bin aber immer noch damit beschäftigt, völlig unnötig, möchte gern schön zu bauen. Okay. Wenn du es genau wissen willst. Ja. Nein, will ich nicht. Willst du eigentlich ja gar nicht, ne? Nee. Zu Recht möchtest eigentlich du das nicht. Eigentlich will ich es nicht. So. Und jetzt machen wir Da ist ja noch ein Paper Maker, den stellen wir doch auch gleich auf. Das wir gleich da. Oh, Unlock Chocolatier. Das ist doch interessant, weil Kakao habe ich ja schon. Ja, das ist genau mein Problem. Ich halt nicht. Ich produziere ganz viel Kakao und dann kannst du es bei mir kaufen. Was hältst du denn davon? Das fände ich schon sehr cool. Jetzt nochmal Karten. Gibt es denn irgendwo eine Insel? Die Schokoladeninsel? Es gibt eine. Die Schweiz, meinst du? Oh, ein Candle Maker habe ich auch noch am Start. Der darf da nicht hin. Wo stellen wir denn den Candle Maker hin? Ich habe so viel Zeug hier und hier oben entsteht ja eigentlich schon wieder so eine Art Industriegebiet. Dann machen wir doch die Candle Maker. Bei was ist los? Guck doch mal, geh mal ganz raus auf die Übersichtskarte. Ist das jetzt so komisch angetrennt hier? Und dann scroll ganz nach rechts rüber. Mhm. Hast du dann ganz rechts, hast du in der Mitte über Hastheiden eine größere Karte, da ist zweimal Dai und einmal Cocoa drauf. Ja, genau. Und daneben sind die Niederlande. Was? Also, guck mal. Links von dieser Insel, die du meintest, ja? Ne? Das ist ja, wir spielen ja die Zukunft, ne? Und dieses zerrüttete Fragment an kleinen Inseln mit der Tulpe in der Mitte. Ach, das ist die Niederlande. Das ist die Niederlande. So sieht die Niederlande in 100 Jahren aus. Was ich dir aus, aber eigentlich quasi gerade sagen wollte, ist, ich habe gerade diese ganze Insel hier gekauft. Ja, nicht schlecht. Es ist jetzt quasi mein Projekt, das ich quasi ausprobieren möchte. Du kannst eine Insel kaufen, die so weit weg ist, oder was? Ja, da brauchst du ja dieses die Erlaubnis quasi, diese Forschung dafür. Genau. Das habe ich jetzt gemacht. Das hat mich ja auch ordentlich Punkte jetzt gekostet. Boah, dann kaufe ich mir die Tulpeninsel daneben. Ich will die Tulpeninsel haben. Ja, und jetzt ist allerdings die Frage, wie komme ich quasi auf die Karte? Mit einer Brücke. Ja, das war doch die Frage, die dir gestellt wurde, ne? Ja, genau. Das
möchte ich ja eben probieren. Ja, dann hau rein. Ey, gleich, ich musste mir... Oh, du hast einen Treasure Guard jetzt gebaut. Nein. Jetzt muss ich die Scheiße auch noch erforschen, oder was? Musste nicht. Also, nötigt dich ja wohl nur wirklich niemand dazu. Woll da wieder seine Insel mit meinem Geld finanzieren, ne? Ja. So sieht's nämlich aus. Da mache ich nicht mehr mit, mein Freund. Warum nicht? Es geht halt nicht so weiter, ne? Warum? Also, kannst du mal aufhören, blöde Fragen zu stellen? Jetzt müsste eigentlich wieder warum kommen. Ich habe mal kurz Pause gemacht. Ich möchte kurz was zeigen gleich. Mhm. Oh, noch ein Schokoladier, den kaufe ich doch gleich wieder. Eigentlich wollte ich hier aber gerade eine Kohlemine hinstellen. Kohlemine zum bösen Spiel. Hallo? Okay, ich verstehe, glaube ich, das Problem. Dass du nicht hinkommst, meinst du das? Beziehungsweise du verstehst das Problem des Users, der dir diese Frage gestellt hat, die du monatelang nicht beantwortet hast. Ja. Verstehe. Wollte ich noch natürlich so brav sein und wenigstens nachschauen, wie er hieß. Genau. Nee, war der Falsche. Das weiß ich nicht mehr. Aber die Bewohner kommen nicht auf die Insel. Man kann zwar eine Kolonie bauen. Die Kolonie sorgt dafür, dass ich immer wieder in dem Bereich, wo ich sie hinsetze, in dem Fall Kakao, dass ich jetzt immer wieder einen Kakao-Nachschub bekomme, aber die restlichen Gebäude, also ich habe übrigens weitergeklickt. So. Mhm. Ich warte jetzt mal ab, was passiert, wenn die Kolonie gebaut ist. Ob ich dann vielleicht auch dahin kommen. Genau. Ja, ist tatsächlich spannend. Das ist ja auch wirklich was Neues, ne? Was, wo wir ja auch noch nicht sprachfähig sind, wie es denn genau funktioniert. Nee, genau. Was du ja gerade einfach auch aus Uneigennütz präsentierst. Genau. Aber lang gedauert jetzt die Antwort. Ich bin halt gerade im Kopf ein bisschen. Ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Mhm. Weiß kommt bei mir nicht sehr häufig vor. Ich bin tatsächlich gerade einfach nur konzentriert. Deswegen dieses leichte Rackern, das ich im Hintergrund höre, ne? Ja. Trading Company. Hier steht ein Kaktus mitten in der Gegend rum. Fällt in dem ein? Das ist genau die Frage, die ich mich da stelle. Was denen da so einfällt. Bewohner 544 von 500. Oh, wo ist meine Insel? Hier. Du, ich brauche dann auch eine Taverne. Taverne.
Okay, ich vermute mal. Also ich vermute tatsächlich mal, dass das tatsächlich nicht geht. Also ich verstehe das Problem. Man kann auf der Insel Kolonien setzen, aber dann keine Gebäude. Okay. Was sehr, sehr, sehr schade ist. Ja, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn. Also welchen Sinn sollte sonst... Oder bin ich jetzt blöd? Welchen Sinn macht das denn sonst? Du kannst natürlich schon, so wie ich jetzt, ich sammle ja trotzdem hier Schokolade zum Beispiel. Mhm. Ja, aber das ist doch auch ein Gebäude. Oder meinst du jetzt? Ja, aber das wurde komischerweise gebaut. Also ich mache jetzt zum Beispiel hier 17 Schokolade. Oder 17 Kokoa. Und ich kann jetzt schon hergehen und sagen, ich baue ja, ich kann jetzt hier einfach mehrere Kolonien zum Beispiel hinsetzen. Mhm. Kann ich machen. Baue ich halt zwei. Da hätte ich mir natürlich nicht die ganze Insel kaufen müssen. Das war natürlich dann doof. aber es spielt ja mal gar keine Rolle. Ja, das ist so richtig. So, und jetzt mache ich quasi... Hier mache ich jetzt noch ein bisschen Farbe dazu. Und das funktioniert auch. Also das wird auch gebaut, was natürlich eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber das hier funktioniert zumindest schon mal. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt, muss ich gestehen. Hätte ich mir cooler vorgestellt. Naja, da sagen wir es mal so, das Spiel hat an einigen Stellen da einfach auch noch Potenzial, ne? Ja, definitiv. Also ich weiß nicht mehr, was eher mit den Wegen, mit den Straßen, was ich sagte, was ich auch toll fände, das ist das, womit ich mich ja gerade so ein bisschen beschäftige, ist, dass man ja nicht viele Möglichkeiten hat, jetzt zum Beispiel einen Park anzulegen oder Bäume neu zu pflanzen oder solche Geschichten. Ja. Wobei du da schon ein bisschen was hast, gell? Hier Flowerbeet und Shrubbery und sowas. Du kannst ja schon ein bisschen was anpflanzen. Echt? Habe ich das nur einfach noch nicht gesehen? Weiter, oder was? Da, wo du auch die Farmen baust zum Beispiel. Also Shrubbery sehe ich, aber ein Flowerbeet sehe ich jetzt nirgendwo. Ah, dann musst du das vielleicht erst freischalten. Kann ja sein. Ah, okay, dann muss ich mich mal umkacken. Nachher gibt es da viel mehr, als ich dachte. Und ich bin einfach nur blind und dumm. Was, Shrubbery hast du, ja? Ja. Aber das sieht halt auch nicht hübsch aus. Das Flowerbeet gibt es bei beim Stufe 6 Haus am Schluss. Ah, okay. Da sind wir ja noch nicht. Und bei Stufe 7 gibt es dann sogar noch gibt's sogar noch Zypressen. Oh, schön. Ja, dann gibt's ja was. Dann brauche ich mich ja. Sollte ich einfach ruhig sein, finde ich. Das heißt, jetzt bräuchte ich dann aber genau ein Schokolatier. Schön, dass ich hier gerade einen habe. Die Leute sind unzufrieden, wenn die ein Schokolatier in ihrer Umgebung haben. Was habe ich für schlechte Menschen? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Genau denselben Gedanken hatte ich auch schon.
dass das ja schon wirklich eine Frechheit ist. Ja, dass mir das, kann mir doch keiner erzählen, dass die Leute unzufrieden sind, wenn sie eine Schokoladier nehmen. Funktioniert eigentlich gar nicht. Ich kann hier nicht leben. Es riecht hier nach leckerer Schokolade. Ja, funktioniert halt mal gar nicht. Okay, Kleidung habe ich erhöht. Ah, okay, funktioniert. Soll ich mal für die Hälfte meines Geldes Holz kaufen? Mach mal. Also für die Hälfte von 93.000. Mach mal. Okay. Ich habe gerade 7.766 Holz für 46.000 Dollar gekauft. Hast du auch in dein Lager rein, ja? Oh, du Idiot. Aber es gab keine Fehlermeldung, ja. Ich habe 9.400 Holz bei mir. Dann hat es wohl reingepasst. Boah, war aber knapp. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, hey. Und du lässt mich noch schön auflaufen. Wie schön auflaufen? Da hätte ich jetzt ein riesen Verlustgeschäft machen können, ich Idiot. Ich sehe gerade, dass meine Lager dafür voll sind und ich habe nur noch 600 Holz. Tja, ich habe gerade das gesamte Holz gekauft, das es gibt. Da ist nichts mehr. Glaube ich auch, ja. Kein Holz mehr zu kaufen. Glaube ich tatsächlich auch, ja. Müsste ich mir auch mal so eine Buy-Wood-Karte müsste ich mir dann auch mal besorgen irgendwo. Tja, jetzt habe ich hier so eine Lücke erzeugt, ich Idiot. Herzlichen Glückwunsch mit meiner Musterstadt. So viel schöner ist es jetzt auch nicht. Das Experiment wurde hiermit als gescheitert erklärt. So was machst du? Ja. Ich stelle jetzt hierher Ottenfabrik. Ah. Was macht meine Nahrung? Ja, nur noch knapp über dem Bedarf angesiedelt. Wo hatte ich noch mal meinen Taylor Swift stehen? Der war ganz schön schlecht. Ich weiß, ja. Aber ist okay. Nun gut. Hier mein Industriegebiet wird ganz schön voll so langsam. Also den Kommentar von dem lieben Zuschauer muss ich dann nochmal gucken. Und ihm Bescheid geben. Aber ich vermute tatsächlich, dass man auf diese Insel nicht raufbauen kann. Aber das ist ja wirklich schade. Also da muss ja dann unbedingt was kommen, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass du... sondern dass man halt nur hier mit diesen Kolonien arbeiten kann. Denn die speziellen Ressourcen kriegt man trotzdem raus. Das muss man halt jetzt schon auch sagen. Ich muss mich mit dem Thema Logistics Office mal auseinandersetzen. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel Lust. Also. Du stellst die Waren ein, die quasi transportiert werden sollen. Mhm. Und sagst auch, welches Ziel, also zum Beispiel welches Lagerhaus. Na, ich verstehe, ja. Dann transportieren die da 50er Stacks und das ist halt ein bisschen besser als die normalen Stacks quasi. Auf gerade so viel Medizin, das ist halt echt gehört.
damit ich meine Lager ein bisschen rausbekomme. Ich habe sogar inzwischen eine Trading Company schon stehen. Mhm. Medizin ständig verkauft. Mein Lager geht langsam runter. 480 von 530. Ich hab viel zu viel Zeug hier. Und Häuser bräuchte ich halt auch schon langsam wieder. Ach so, ich kann ja eigentlich auch Klamotten. Hm? Ich überlege gerade, ich kümmere mich gerade auch um meine Klamottenproduktion. Ja. Hm. Und der bräuchte Cotton und Dye zum selber produzieren. Und das könnte ich ja einfach importieren, ne? Kannst du einfach importieren, ja. Cotton. Habe ich denn jetzt hier schon wieder so ein Productivity-Teil? So, und jetzt importiere ich hier Farbe. Bitte sehr. Und zwar auch immer 200. Und dann müsste das doch eigentlich schon reichen, damit bald meine Freunde arbeiten können, oder? Verstehe ich das falsch? Ich habe jetzt ein anderes Problem. Was denn? Ah, hier. So hast ich du so wenig ein, Geld? Ich habe ein, weiß ich nicht, ich habe noch genügend Geld. Meine Polizei arbeitet gut, oder? Ja. Leider ja. Ah, geil. Ich habe ein Schooler's Office gebaut. Mhm, okay. Da kannst du, wird aus Papier, wird dort, werden dort Karten hergestellt, also deine Spielkarten unten. Du kannst, aha, okay. Du kannst einstellen, was die herstellen sollen. Also ich habe jetzt mich gewundert, dass ich alle paar Sekunden ein Productivity Book bekommen habe. Mhm. Das macht das Teil. Und, das ist ja crazy. Und jetzt gerade stelle ich Wildcards her. Verrückt. Bin ich auch, ja. Da baust du quasi deine eigenen Karten, da brauchst du ja gar nichts mehr. Ja. Das ist ja wirklich crazy. Also das kannte ich jetzt auch noch nicht, das war mir jetzt auch neu. Sehr, sehr, sehr cool. So, Statistik. Ah, Nahrung, aufpassen, aufpassen. Läuft gerade auch nicht so gut, aber es ist gerade Winter. Mhm. Ich könnte mich natürlich auch ausbreiten. Und neue Produktion quasi in Auftrag. Ja, wieder gut gemacht. Ach, schau mal einer an. Weißt du, was hier in Level 5 bei Haus ist? Was? Neben Goldworks und Chevalry? Was? Stone Road. Ja? Die Steinstraßen. Die ich doch vermisst habe. Die sind da, wir sind nur nicht so weit. Wo sind die? Doch, ich hab die. Wie baut nee, den? Ich habe doch vorhin gesagt, dass ich muss sie nur bauen. Genau. Ich
Das ist alles, okay, ich verstehe. Boah, ich habe tatsächlich im Moment gar keine Lust, mich so großartig um den Handel und die Lieferung der einzelnen Güter zu kümmern. Dadurch, dass ich diese Logistikgebäude gebaut habe, Logistics Office, müsste ich quasi jetzt festlegen, was wird von da aus wie transportiert. Ja, ja. Aber nur in einem geringen Umfeld, ja. Ja, ja, gut, aber dafür müsste ich jetzt wissen, was macht denn hier an der Stelle Sinn, weißt du? Das sollte man wissen, ja. Ich habe es auch nur einmal gebaut und benutze es eigentlich nicht, also von dem. Ja, okay, dann brauche ich mir von dir nichts erzählen lassen. Nee, brauchst du nicht. Also Kohle macht jetzt hier Sinn, weil daneben Kohle steht. Ich gerade gesagt, du hast keinen Bock, dass du dich damit jetzt beschäftigst. Ja, aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht tue. Wem denn gegenüber? Dir. Glaube ich dir nicht. Ah. Ich habe jetzt mal die drei Sachen genommen, die hier in der Nähe sind. Ja, so habe ich es ja bei mir auch einmal gemacht. Ich habe meine Buchproduktion mit Papier und Holz, da habe ich ein bisschen... Ach so, Outside Shopping. Aber jetzt lassen wir mal. Haben sie gerade genügend zu tun? Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Sorry, aber... Ich habe hier was Lustiges eingestellt. Darum ging es ja primär, ne? Keine Ahnung. Wenn ich da jetzt nicht hinbaut, X, egal. Lass mal die zwei Häuser. Ach, und ein Warenhaus bräuchte ich eigentlich auch noch. Ja. Ein Lager, meinst du? Ja. Storage too far. Ja, da können wir doch was dran ändern, Leute. Sagt doch was. Das ist doch überhaupt kein Thema. Oder? Was meinst du? Ich weiß nicht, ob das bei dir ein Thema ist. Oh, jetzt habe ich so viele Steinstraßen gebaut, dass ich keine Steine mehr habe. Wo haben wir denn noch Stein? Stein. Da ist Stein. Ja. Andere ertrade ich mit. Geld haben wir denn? 48. Iron Bars habe ich auch. Hier wird da irgendwo noch ein Lagerhaus sein. Ich Idiot guck auch gar nicht, ob hier eine Wildcard dabei ist, sondern schalte nur durch. Wie so ein Vollidiot. Ja. Kidnap. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viele Baustellen hier überall. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Stell dir vor, mir ist tatsächlich mein Holz jetzt fast ausgegangen und mein Stein ist leer. Tja. Verrückt, oder? Nicht schlecht, ja. Oh, eine Buy-Wood-Karte. Zack. Also mir ein Stein ist aus. Hast du gehört, ja? Mhm. Ja, was willst du mir damit sagen? Nix. Wieso ist denn meine Kohle plötzlich? Weil du so viele Häuser hast und die ganze Kohle verbrennen. Aber ich hatte jetzt immer so 700, 800 Kohle, deswegen bin ich gerade noch ein bisschen überrascht. Da erklärst du mir kurz, was das Irrigation Reservoir macht? Waste Fertility, hey, wow, das ist natürlich richtig, richtig nice. Habe ich tatsächlich aber auch noch nicht. Ah, must be built near a river. Ja, schön, Leute. Ja. Aber meine Riverplätze sind ordentlich belegt. Ja, du, wir sind übrigens bei einer halben Stunde. Ja. Das ist nice.
Nur damit ich es mal gesagt habe. Mhm. Dann macht es doch Sinn, dass derjenige, der die Ansage gemacht hat, auch sich freundlichst von seinen Zuschauern verabschiedet, oder? Würde theoretisch schon Sinn machen, ja. Ja, dann warten wir da einfach mal, ob das irgendwann mal jemand macht. Weißt du denn noch, wer die Ansage gemacht hat? Mhm, dieser Rado, von dem deine Zuschauer behaupten, dass er so gut geworden wäre in diesem Spiel. Ah, okay. Ich glaube, das behaupten auch nur die, die es bei dir gucken und nur meine Werte sehen und nicht sehen, wie ich baue. Ja, da gibt es bei mir jetzt auch genügend zu lästern. Ich habe jetzt schon die ersten Schokolatier gebaut und auch gerade voll ausgerüstet, um dann festzustellen, dass ich ja noch gar keine Milch habe. Ist es dein Ernst? Ja. Dasselbe Problem habe ich ja dann genauso. Also man kann sie schon erforschen, Ich habe es halt einfach noch nicht getan. Oh Mann, ey. Gut, dass du das sagst. Ich war auch schon ganz stolz über meine Schokolatiers, die ich hier rumstehen habe. Oh Mann, ja, völlig logisch natürlich irgendwo, ne? Mhm. Und ich habe auch schon wieder vergessen, dass ich ja eigentlich auf der Suche war nach einem Lagerhaus. Da habe ich jetzt gerade genügend. Naja, auf jeden Fall würde ich mal jetzt behaupten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind beide milchlos unterwegs. Freuen uns aber trotzdem auf die nächste Folge, oder? Ja, definitiv. Milchlos glücklich, würde ich sagen. Milchlos glücklich, genau. Also, Servus.